Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Far Cry. Wir sind das letzte Mal gestorben, weil das da ist. So, das ballert direkt Zeug. Wer hätte das gedacht, wenn wir da drauf schießen? Das Problem ist, ich würde gerne mein Fahrzeug behalten. Hätte ich da überhaupt erfordert, ne? Das schießt auf gekonnten Meter über das Fadenkreuz. Ja, die Insel ist uns nicht freundlich gesonnen. Ich weiß gar nicht. Ich war eigentlich mit meiner Freundin hier. Hab einen Badeurlaub gemacht. So, er schießt wieder seine Rakete. Daneben! Verliere ich eigentlich auch Energie? Stehe ich irgendwie gerade? Oh oh. Irgendwie verliere ich Energie. Ich weiß nicht wieso. Ich verliere zu viel Energie im Fahrzeug. Vielleicht wegen dem Johnny. Das gefällt mir nicht. So, den haben wir. Okay. Ich glaube, er weiß, wo wir sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Geschürzt, ey. Er hat mir aber zwischen Beinen durchgeballert. So, jetzt komm mal her. Das wird doch so nix. Das ist doch scheiße, was hier ist. Er leckt mich doch am Arsch. Wie willst du den denn alle machen? Jetzt sind wir schon in so einer blöden Zwickmühle. So, wo ist denn der Johnny hier? Ich steig mal aus. Oh, was? Geht's noch? Oh, ey Leute, ey, wir spielen es auf Medium und ich krieg jetzt schon so auf den Deckel. Warum kommt der jetzt von hinten her? Was soll denn das sein? Das rechnet doch gar keiner mehr. Ich wusste es einfach. Ich habe mich damals... Es gibt solche Stellen in dem Spiel, wo du dich einfach durchstirbst. So, da kriegen wir auf jeden Fall ein neues Fahrzeug. Ich muss halt mit mehr Bedacht vorgehen. Könnte auch meine Murmel ankommen von diesem Platzpatron? Himmel, das kann doch nicht so schwer sein. Da war noch ein voll neues Fahrzeug. So ist er denn. Oh, einen überfahren. Sorry, wollte ich nicht. Den möchte ich am liebsten abknallen, ne? Aber ist doch noch einer. Ich bleib bei meiner Taktik. Ich fahre einfach über das andere Fahrzeug drüber. Schieß endlich! Ja, der Waffenwechsel dauert auch eine halbe Ewigkeit. Ihr merkt schon, die Ausreden sammeln sich. Ist der tot? Der Fahrer sitzt noch gekonnt am Steuer. Okay. Die Physik Engine ist einfach zu geil. Oh, ey Leute, direkt am Anfang hier so dermaßen auf den Deckel bekommen. Das Ding ist auch schon wieder Schrott. Das große Klima, der große Klimawandel. Wir wissen jetzt warum. War da hinten nicht gerade noch ein Fahrzeug? Habe ich zwei auf einmal kaputt gemacht? Das wollte ich nicht. Verzeihung. So, nehmen wir mal mit. Meine Güte, ey. So, Fahrzeug auch gleich kaputt. Bei einem Schuss hat sich's wieder erledigt. Ja, die Sicht. Aber geil. Ey, ganz ehrlich, ich find's krass, dass wir direkt am Anfang so auf den Sack kriegen. Finde ich schön. So. Besten ist dann einfach immer noch zu Fuß. So, wo sollen wir denn hin? Da hinten hin. Ich glaube, das ist der richtige Weg, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen würde ich jetzt mal den Weg gehen. Mit Fahrzeug. Jetzt beinahe nicht mehr wiedergefunden. Aber was für geile Ideen, die damals einfach schon kamen. Was bis heute sich so durchgesetzt hat. Also dieser erste Teil, der hat einfach schon so eine... Okay. Okay. Okay.
I've spotted the carrier. Now tell me, how do I get in? I've only been there once, but I remember there was a hole in the side. You should be able to get in there. I'm on my way. Oh, was ist denn der? Oh, eine fette Gatling-Gun, alles klar. Und daran konnte ich mich auch noch erinnern, dass man direkt am Anfang auf dieses Schiff muss. So. Ich wollte schon sagen, nicht, dass hinter mir einer mit meinem Auto gerade nimmt und mich gleich hier runterstößt. So richtig schön teabagged. Aber ich habe hier irgendwelche Sounds verstärkt. Okay, es sind ziemlich viele. So, wir könnten natürlich... Oh je, da ist auch noch einer. Nee, das machen wir so nicht. Wir gehen nochmal den anderen Weg. Ich krieg das noch hin, keine Sorge. Ich krieg das noch hin. Also wenn ich gleich von der Klippe stürze, mit dem Fahrzeug irgendwie direkt vor dem Boot lande und die mich dann gekonnt ausknipsen können, dann krieg ich es nicht mehr hin. Dann gebe ich auf, aber... So. Oh, das Fahrzeug ist gleich hinüber, ey. Ich komme an irgendeinem Stein und explodiert es wieder. So, das möchte ich mich am liebsten abknallen. So. Das war nämlich jetzt wichtig. Okay. Also ich bin noch nie da oben gewesen, wo ich gerade war. Ich bin immer hier unten lang gegangen und bin an... Okay, Sie sehen mich. Renn! So viel zum Thema Schleichen für einen Arsch, Mann. Oh, und ich komme da... Es ist immer dasselbe. Ich kam da noch nie rüber, ohne dass mich wer entdeckt hat. So, jetzt räumen wir schon mal auf. Denn wir müssen sowieso gleich, glaube ich, aufs Boot drauf. Und das ist schon mal ganz gut, wenn die ganzen Johnnies hier weg sind. Zumal ich schon wieder keine Energie mehr habe. Ich bin schon wieder fast tot. So. Oh. Auf die Idee kommen sie auch. Okay. Nun schieß doch mal! Das fliegt drüber, ey. Ich fass es nicht. Nee. Hohoho. Ey. Reiß es zusammen. Warte. Genau. Das fast. Alter, mir wird kurz übel hier von dem ganzen Wackel. Naja. Aber hier oben waren, glaube ich, ein paar mehr, oder? Da habe ich halt nur einen abgeschossen. So, und hier. Eigentlich soll das ein Stealthy-Weg, glaube ich, mal sein. Hier, dass man hier so reinkommt. Oh nein. Werfen die eine Granate? Alter, der wirft mir einfach so ein Ding auf den Sack. Oh, wir sind drin. Ich dachte, ich muss da jetzt hochklettern. War ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es ein neuer Level ist. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass die ganzen Gegner jetzt wieder respawnen. Damn it, I'm sealed in. Make your way to the top of the carrier. You should be able to procure a boat from the upper deck. While you're in the carrier, see if you can spot any sign of Val. We need to know where they're taking her. Ach doch, wir kriegen wieder volle Energie. Das ist aber nett. So, Flashlight, habe ich die? Nee, ich habe es auf jeden Fall in der Option auf F gelegt. Aber da ist nichts. Wo muss ich denn lang hier? Ich sehe überhaupt gar nichts. Muss ich da rein? Ah. Ist das der richtige Weg? Okay. Ich fand es damals auch so krass, dass diese Luftblasen so hoch aufgelöst sind. Wo muss man echt mal gucken? Ass, if we can't find that guy. I don't get it. There must be a couple of dozen gas between where they came. Who's there? Alpha, please report to the refueling station immediately. Ich sehe dich doch. Wie viel die auch einfach aushalten, ne? Uiuiuiui. Fetter Headshot. Ey, ganz ehrlich, die deutsche Sprachausgabe kann ich gerne verzichten. Auch wenn die ziemlich gut war. War, glaube ich, auch ein bekannter Synchronsprecher, der Jack gesprochen hat. Aber die Bluteffekte sind einfach geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. So, jetzt habe ich andere Granaten. Oh, das ist geil. Bluteffekte sind einfach immer geil. Kannst du sagen, was du willst. Mach ein Spiel einfach nochmal sehr viel besser. So, warte mal. Okay, das ist ein Flashbang. Für die, die es nicht wussten. Das ist ein Flashbang.
Machen wir nochmal eine hin. Krass, dass mich die auch nochmal flashbangt. Ah doch, guck mal hier. Geil. Was ist das? Eine, wie heißen die? Oh Gott, damals bei Counter-Strike kannte ich die auch auswendig. P und dann irgendeine Zahl. P 40, 50, 90. Irgendwas von den drei Zahlen war es. Habe ich bei Counter-Strike geliebt. Die war relativ günstig und hatte sehr viel Schuss. So, warte mal, warum sind die tot? Das muss ich ja wahrscheinlich gewesen sein, oder? Ah ja, hier war ich schon. Okay, das Medipack, das habe ich nicht genommen. Und hier bin ich hochgegangen und habe... War ich hier oben? Und das mit der Ausdauer kann, glaube ich, auch ziemlich nervig werden, weil er, glaube ich, irgendwann nicht mehr springen kann. Seht ihr, das ist ja unten, die Ausdauer wird pro Sprung auch weniger. Und irgendwann humpelst du einfach nur von den Gegnern weg und kannst dann den rettenden Sprung nicht mehr ins kühle Nass machen oder so. Und dann gehst du permanent drauf. Also das ist wirklich nicht so hirnlos vorrennen und losballern. Das, was ich sonst so präferiere. Sondern muss teilweise dann doch ein bisschen Hirnschmalz sprechen lassen. Aber sehr geil. Also es spielt sich ja heutzutage noch richtig genial, muss ich mal sagen. So, die Frage ist natürlich, wie kann ich die Granatenart wechseln? Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. So, und so wäre ich auch hergekommen. Okay, verliere ich jetzt Energie, wenn ich hier runterspringe? Ich hoffe nicht. Nee. Ha. Okay. Aber wo geht's weiter? Das ist eine Alarmanlage, oder? Das ist kein Knopf, den ich unbedingt drücken sollte. Das hat nichts Positives für mich. Immer gut. Oh, die Waffe ist geil. Die ist einfach geil. Immer gut, wollte ich gerade sagen. Tür aufmachen und im Tür aufmachen. Nachzuladen. Was hatten die hier vor, ne? Ich meine, das ist nur irgend so ein alter Tanker. Alles defekt. Hier hätte ich die umschleichen können sogar. Die hätte ich gar nicht platt machen müssen. Die Soundfiles sind auch... Alter, was ist mit dem? Er hat bestimmt gerade irgendwie so ein bisschen Krafttraining gemacht. Da fühlt man sich einfach unbesiegbar. Ich kenne das. Ich kenne das. Aber warte mal, das muss ich gar nicht machen. Das ist ja das, was ich gerade aufgeschossen habe. Da hätte ich die wirklich umgehen können. Also das ist ja alles der... Ui. Der Anfang noch, ne? Also das zeigt erstmal gerade so die Möglichkeiten. Also das ist wirklich selbst diese Innenlevel... Oh, das ist schlecht. Ist doch schlecht, wenn der das hier drückt. Das ist doch schlecht. Warum macht denn der das? Ah, da kann er es mal bitte lassen. So ein Arsch. Das war so nicht gedacht. Gott, ich hänge schon wieder irgendwo. Anscheinend gibt es pro Level circa 4 Waffen. Aber warte mal, die ist eigentlich hier die beste. Oi, 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 holla die Waldfee, ey! Man nennt mich Jack. Jack, the Flipper. So. Meine Muni ist gleich alle. Alter! Der guckt mich doch noch an! Oder? Hat der gerade seinen Kopf noch in meine Richtung gedreht? Die Schatteneffekte auch sowas von genial. Alter, der setzt sich einfach auf seine Knarre drauf und stirbt. Eiskalt. Ich gehe mit meiner Knarre ins Grab, alles klar. Dein Wunsch sei mir Befehl. So, jetzt müssen wir leider die Waffe wechseln. Ah, hier geht's raus. Das Problem ist, ich hätte sehr, sehr gerne eine Rüstung, also eine schusssichere Weste, da ich weiß, was oben auf mich wartet. Ich verrate es schon mal, danach weiß ich echt nicht mehr so viel. Also der erste Level, ich glaube, den habe ich noch ein paar Mal danach gespielt. Oben ist ein Hubschrauber, der beballert mich recht hart. Und ich glaube, der kann mich one-hitten, deswegen würde ich sehr, sehr gerne noch eine schusssichere Weste haben. Die ich aber gerade einfach nicht finde. Aber hier können wir uns auf jeden Fall merken, hier ist noch ein Medipack. So, quatscht der mit wem? Okay.
Yo! Heidi! Warte mal, ich hab doch noch die... Wow, wow! Hey, Johnny! Bleib cool! Bleib geschmeidig! So, warte mal, machen wir das hier. Optimal! Die Blendgranate kann ich empfehlen. Wenn sie wirkt, dann wirkt sie auch bei dir selbst. So ein Scheiß, Mann. Ich wollte ihn jetzt gekonnt blenden. Okay, also da kann ich drauf verzichten, dass ich hier sneaky rangehe. Das Beste ist direkt draufholzen. So, da oben. MacJohnny Bear 2. Der Weg hier ist wahrscheinlich der bessere. Wo ist der denn zur Hölle? Und lasst ihr mich mal schön in Frieden. So. 100% HP. Haha. Hat gar nichts gebracht, dass ihr mich angeschossen habt. Mir tut's gar nicht weh. Penner! Meine breiten Schultern. Deswegen trifft er mich immer zu. Wow! Wo kann der jetzt herkommen? Oh, der hat getroffen, ey. Hammer. Die sind hier oben drauf, oder? Auf dem Teil. Da, sehe ich noch schon. Das Krasse ist, die KI ist tatsächlich sehr, sehr gut in dem Spiel. Aber natürlich muss die sehr viel mit einberechnen, was alles möglich ist aufgrund dieser semi-offenen Spielwelt. Und da kann es natürlich auch zu solchen Szenen kommen. Das ist doch die Härte! Wo? Oh, es gibt immer ein Stockwerk mehr. Okay, kann ich irgendwie schnell speichern? Habe ich jetzt irgendwas an meinen Aufnahmen verändert? Nee. Ich werde sterben, das wisst ihr. So, ein Hammer. Wir haben einen Hauch an Energie noch. Ah, warte mal, ich habe doch noch eine... Ich habe doch noch eine Medipack da hinten liegen lassen. Das kann ich mir doch jetzt mal ganz sneaky holen. Das werde ich mir doch jetzt noch holen. Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwo einen rostigen Nagel reintreten, ne? Und dann habe ich einen Salat. Aber ihr seht's. Der Schwierigkeitsgrad ist... Oh, guckt euch das an. Dieser grafische Effekt. Das ist der Anfang, ne? Das ist der Anfang. So, wenn ich da runterfalle, bin ich wahrscheinlich tot. Ich fühle mich wirklich langsam ein bisschen verarscht. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ihr seht's, ich bin unschuldig. Das gibt's nicht. Die sind so gut platziert, diese Gegner. So, okay. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt holen wir uns das Medipack. Und jetzt wissen wir, dass da oben noch drei sind. Ich glaube, es gab Quicksave, um ehrlich zu sein. Lebst du noch? Der hat sich Lippenstift aufgetragen, ne? Der lebt eigentlich noch. So, wie machen wir das jetzt? Wo stehen die denn? Da oben drauf stehen die. Aber irgendwie kam mir noch einer entgegen. Wo kam der Johnny her? Das Geile ist, es ruckelt ab und zu. Ich hoffe, das Spiel speichert an dieser Stelle. Oh, leck mich! Wo denn jetzt schon wieder? Ficker, ey. Schon wieder fast tot. Voll zum Reihern. Ich krieg voll auf den Sack. Das ist der Schwierigkeitsgrad Mittel. Das Spiel soll Spaß machen, ihr müsst mich überleben lassen. Oh, ich habe Angst, ich werde sterben. Oh, ich komme. Oh, yes. We're under full attack here. I Was? Think he's looking for the girl. Well, you ain't gonna find her. We're taking her to the bunker. Run! Ah, wegen einem einzigen Scheiße. Ich dachte, da wären zwei oder drei drin gewesen.
No sign of Val herself. But I found her camera. There's also a file here on some Joker name. Wie geil das ist, ne? Damals gab's ja, glaube ich, so iPads oder so. This archipelago is the ideal location for my research. These islands are isolated from international shipping lanes. So I am free to do my work without interference from the outside world. This work will take time, but a measure of the future of mankind depends on the success of my research here. I will not fail my destiny. Doyle, they're taking Val to somewhere called the Bunker. Where's that? I know where that is, but it's heavily guarded. Get a boat, and I'll meet you. I'm on my way.